Hallo und herzlich willkommen zurück in Diablo 4. Ja, ich hoffe inständig, dass das mit den Aufnahmen jetzt wieder funktioniert, jetzt wo ich mal wieder den Aufnahmeplayer gewechselt habe. Und wir können hoffentlich endlich wieder die nächsten Folgen mit dem normalen Char genießen. Ich bin gerade am gucken, hier oben müssen wir weiter. Ich habe Airida gefunden. Und? Sie hat nun hoffentlich Frieden gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Heldenmut und Opfer sind im Lauf des Schicksals oft miteinander verbunden. So sprach meine Mutter. Ich muss Vater erzählen, was geschehen ist. Was Lilith getan hat. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mehr zerstört. Dann hat er also auch noch eine kluge Mutter. Ja, toll. Hätte ich gewusst, dass das nur drei Sätze wären, dann hätte ich das natürlich noch in der letzten Folge gemacht. Ich schau mal eben das. Oh, Moment, wir haben was Neues bekommen. 7,6 gegen Kälte, Feuer, Schaden des Typs. Wenn ihr kürzlich keinen Schaden erlitten habt. Oh je, oh je, oh je, Moment. Nein, lass mich da oben hin. 6,6 Kälte Schatten. Blitzgift. Also das mit Gift würde ich schon ganz gerne drin lassen. Heißt das plus 3% Schaden mit Typ Kälte oder gegen Typ Kälte? Also ich verstehe das jetzt so mit Typ Kälte, wenn ich jetzt irgendwas mit Kälte machen würde. Aber der hat 6,6 Kälte und Schatten. Und der andere Kälte und Feuer. Ich würde normalerweise sagen, dass wir die austauschen können. Jetzt kann ich das wieder nicht vernünftig machen. Das heißt, ich muss das erstmal ablegen und dafür den reintun. So. Mit dir kann ich noch interagieren. Nee, okay, da ist nur eine normale Quest. Okay. Wir haben jetzt keine neue Quest, die uns angezeigt wird, die wir erhalten haben, so wie ich das verstehe. Dann würde ich sagen, dass wir natürlich auf jeden Fall Opfergabe des unbändigen Raubtiers, das sagt mir jetzt gar nichts. Also die Exorzistentruhe, die habe ich gefunden, aber das andere sagt mir jetzt gerade gar nichts. Dass wir dann auf jeden Fall mit das Messer dreht sich abermals. Ungezähmte Nebel Natur. ist verschwunden und mit ihm die Ritter, die ohne Unterlass ihren Vater gepriesen haben. Das ist toll. Was für So. ein Haufen Mist. Nein, eigentlich ist das schön, wenn der Nebel verschwunden ist und die anderen auch. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall dahin und das wird noch eine längere Reise werden. Ach so, wir kommen von oben, ne? Der Nebel ist verschwunden und mit ihm die Ja, du Ritter, musst nicht die immer ohne das Gleiche Unterlass ihren sagen. Vater gepriesen haben. Können wir unten denn gar nicht Was für rum? ein Haufen Mist. Ich versuch's trotzdem mal unten rum. Normalerweise müsste das ja kürzer sein. So, wir haben wieder unsere vollständigen Skelette. Da fällt mir ein Fähigkeiten. Genau, da habe ich jetzt noch einen Punkt bekommen. Letztes Mal habe ich den in Leichenexplosion gemacht. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Was ist das hier? Der Verbrauch einer Leiche erzeugt zwei Essenz. Das wäre natürlich cool, wobei ich nicht weiß, ob zwei jetzt zu viel ist. Da haben wir schon drei. Moment, Leichen. Sprengt eine Leiche. Ach so, eine Leiche. Wieso nur eine Leiche? Können wir das hier irgendwie. Radius erhöht sich. Und. Radius erhöht sich. Okay, das wäre natürlich. Ich dachte jetzt, es gibt irgendwas, womit wir alle Leichen sprengen können. Verflucht die Gegner. Eiserne Jungfrau. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an, ne? Adern brechen aus einer Leiche hervor, ziehen Gegner zu sich, betäuben sie und fügen ihnen 48 Schaden zu. Und es verbraucht nicht den Leichnam. Oh. Ja,
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt da besser für uns ist. Wenn eine eurer Fähigkeiten eine Leiche erzeugt, erhaltet ihr Stehlung. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Knochengeist verbraucht alle Essenzen. Der Nebel ist verschwunden und mit ihm die Ritter, die ohne Unterlass ihren Vater gepriesen haben. Ja, das ist schön für dich. Beschwört eine Flutwelle aus Blut, die 290 Schaden verursacht und Gegner zurückstößt. Das wäre natürlich 290 Schaden. Das wäre natürlich mega, mega geil, wenn große Bosse da sind, auch wenn es sehr teuer ist. Gut, ich würde das aber ehrlich gesagt gerne mal mit der Leichenexplosion ausprobieren. Ich meine, zur Not kann man ja immer noch die Dinger erstatten lassen. Rang zurückerstatten, genau, das geht auch einzeln. Oder so. Ach, ich habe den Blutnebel nie besser verbessert, ne? Modifikation, das Wirken einer Fähigkeit, die Bewälder reduziert die Erfüllungszeit, hinterlässt jede Sekunde eine Leiche. Und nächster Rang, Heilung 0,5 Leben. Abklingzeit ist dann etwas weniger. Radius erhöht sich. Also ich würde da erstmal einen Punkt reinmachen, dass sich das erhöht und dann eventuell mal gucken. Nächster Rang, da ist dann mehr Schaden. Dass wir dann entweder da oder da noch Punkte reinstecken für den Schaden. Das Problem ist halt, man bekommt so wenig Punkte, ne? Und ich weiß halt nicht, was besser ist. Also ich habe jetzt, mir wurde jetzt, gestern war es, glaube ich, zufällig was angezeigt. Ansonsten habe ich mir absichtlich keine Builds angeguckt im Vorfeld. Werde ich auch jetzt nicht machen. Oh, können wir an denen vorbei? Theoretisch ja, aber da kommt schon wieder der nächste. Wieso werden die oben angezeigt? Aber die unten werden nicht angezeigt. Wieso seid ihr jetzt alle vergiftet, Leute? Ihr seid Skelette, ihr könnt eigentlich gar nicht vergiftet werden. Ich höre schon wieder irgendwas Großes. Ein Wildschwein oder so wahrscheinlich. Ne, ein Bär war es, glaube ich. Das klang mir nicht mehr nach einem Bären. Ich glaube nicht, dass der Blitze oder sowas hervorruft. Oh, wir kommen in eine neue Welt. Die sehen ja doch immer recht gleich aus, sag ich mal. Aber irgendwie trotzdem auch anders. So, hier unten müssen wir rum. Ihr Jungs, da waren keine Gegner mehr. Da unten war eine Truhe. Kommt einfach mit. Wir wollen ja heute noch zum Ziel kommen. Wenn das zu lange dauert, werde ich das wohl auch mal ein bisschen cutten, würde ich sagen. Da der Weg doch sehr, sehr lange ist und ich hier gerade was Schönes sehe, muss ich mir hier mal ganz schnell einen Port machen. So, sehr, sehr geil. Da unten müssen wir dann hin. Aber dann können wir immer wieder nach hier zurück. Das finde ich super. Ah, ist wieder Schlangengebiet. Oh, hi. Okay, Grizzlybären sind wohl... Moment, LT. LT ist das hier, ne? Oh. Das war cool. Okay, das müssen wir mal öfter anwenden. Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen. Aber das müssen wir auf jeden Fall mal öfter anwenden. Erkundigt euch bei den Rittern. Ja, ja, wir müssen ja erstmal dahin. Leute. Heulermoos habe ich schon wieder. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber es wird irgendwas mit Verbesserungen zu tun haben. Oh, Leute, ernsthaft? Aber man kann nicht so richtig steuern, was explodieren soll, oder? Habe ich so das Gefühl?
Aber es war schon geil, muss ich dazu sagen. Jetzt geht der Hirsch mir, läuft mir hier über den Weg. Will mich hier festhalten. Ich glaube, takt. Oh, jetzt wollte ich gerade auf die Karte gucken. Das finde ich nicht nett von euch, Jungs. Verflucht. Ne? Dieses übergroße Ungeziefer hat eine weitere Falle zerstört. Okay, hier können wir auf jeden Fall schon mal was freischalten. Das ist sehr geil. Dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Dann will ich auch nicht dorthin gehen. Habt ihr eine Dämonin hier vorbeikommen sehen? Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet, falls ihr das meint. Ja, sie will die Druiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irre Nefane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglen. Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Warum hasst Nefane die Kathedrale? Nefane betrachtet uns als Eindringlinge, die von seinem Land stehlen. Aber wie sollen wir seiner Meinung nach überleben? Wir brauchen Holz zum Bauen, Erz, um unsere Waffen zu schmieden, Wild, um zu essen. Ich glaube, sein Hass auf uns geht auf Donan zurück. Sie waren einst Freunde, aber dann hatten sie ein Zerwürfnis. Was ist zwischen ihm und Donan vorgefallen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe den Druiden einmal getroffen. Ich bin durch das Moor geritten, nichts Böses ahnend, als er auftauchte und in der Tiersprache sprach. Mein Pferd hat mich deswegen abgeworfen, hat mir das Bein gebrochen. Seitdem ist es nicht mehr so wie früher. Mich interessiert nicht, was zwischen ihnen geschehen ist. Ich bin nur froh, dass Donan zur Vernunft kam und die Sache mit diesem Rohling beendet hat. Ja, sucht beim Stein... Hallo? Sucht beim Steinkreis. Der ist dann irgendwo hier oben... Da unten ist nochmal ein Stall. Aber wir kriegen ja die Quest irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So. Ich könnte nochmal gucken. Bist du der vom Stall? Nee, oder? Du bist der vom Stall. Nee. Donens Gefallen nennt sich das. Naja gut, vielleicht kommt das jetzt, weil es geht ja auch um Donen. Vielleicht kommt das ja jetzt irgendwann im Laufe der... Was war das? Quest? Sein Fell wirkt zwar gesund, doch die Innereien dieses Rehs sind von der Verderbnis der Moore gekennzeichnet. Okay. So, wo müssen wir rum? Mensch, Baumstumpf. Kein Gold drin, Sauerei. Da war aber Gold drin. So, mein Ziel. Da. Blut. Hallo? Mein Ziel ist... Ah, hier. In den Steinen wurde eine Nachricht gemeißelt, die alle Reisenden im Wald willkommen heißt, um eins mit der Natur zu werden. Doch sie wurde mit getrocknetem Blut überschrieben. Kathedralenhunde nicht willkommen. Oh, Hallöchen. Sachte, mein Freund. Ich gehöre nicht zu den Rittern. Oh, sind niedlich. Ich suche nach deinem Meister Nefane. Kannst du mir dabei helfen? Zeig mir den Weg. Ja, zeig mir den Weg. Ich sehe den Wolf nicht mehr. Macht mal Platz, Jungs. Da ist er. Folgt dem Wolf. Ja, machen wir gerne. Ich liebe Wölfe. Das heißt, ich folge denen immer. Gut, wenn jetzt ein zähnefletschender Wolf vor mir stehen würde in der Natur, würde ich denen jetzt vielleicht nicht unbedingt folgen, aber ihr wisst, was ich meine. Wo ist der Wolf? Da. Ih, was ist das?
Ekelsviecher. Wo kommen die her? Kommt mit, Jungs. Hier ist noch ein Bär. Zwei Bären. Hier fehlt die nötige Essenz. Oh, da ist noch einer. Hätte ich auch vorher sagen können. Dann hätte ich das direkt... Ah, da ist er. Hat Pollen gelesen, aber okay. alles mit Blut bedeckt, das ist ja toll. Was bist du denn? Ich glaube, das mit der Explosion ist doch ziemlich cool. wo ist er? Hier. Einmal hochklettern. Wir folgen dir, keine Angst. Wir beschützen dich. Wobei irgendwie nur wir angegriffen werden und nicht der Wolf. Aber egal. Oh, Hallöchen. Nathane? Was? Wer? Wer seid ihr? Ihr stinkt nach Donen. Aber er ist nicht hier. Feigling! Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Kegel. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist, den Dämon zu finden. Und ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Na, dann komm mit, Fjorban. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Moment, wir müssen erstmal eben hier... Aber er will uns nicht den Weg zeigen. Na gut. Aber begleiten soll er uns. Dann komm mit. Wir laufen mal durch dieses ganze Matsche-Zeugs hier voller Blut rum. Durch. Das Bluttal. Ach, das ist ein passender Name. Und da müssen wir nach oben. Was ist das? So. Hallo? Ach, er kämpft doch mit. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Okay. Silbererz. Ich habe kaum noch Essenz. Macht nichts. Solange die noch umfallen, ist alles gut. So, der hat noch Fell am Schuh. Schön, wenn ich die auch nehmen könnte und dann nicht auf einmal ein neuer hier spawnen würde. So, irgendwie muss ich hier... Eine Barriere aus Blut. Es muss einen Weg geben, sie aufzuheben. Ja, ich schätze, das haben die gerade getan. Die haben hier angegriffen. Oder nicht? Ach so. Wir haben schon wieder neue... Nein, wie ich das hasse. Man ist dann am Ziel und dann muss man den kompletten Weg wieder zurücklaufen, um eine Sache kurz kaputt zu machen. Oh. Das ist so dieses Typische, wir wollen euch noch eine Stunde am Spielen halten, weil wir sonst nichts gefunden haben, womit wir euch beschäftigen können. Oha. Ich habe keine Essenz mehr. Oh.
okay. So, das war das eine. Und da ist das andere. Dann gehen wir da noch hin. Zerstört die unnatürlichen Wucherungen. Aber das waren ja keine Wucherungen. Das war ja jetzt gerade... ein Wolf. Aber egal. Ich meine, wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Oder natürlich meine Kumpels hier haben das schon kaputt gemacht. Habe ich das Heulermoos jetzt? Sah jetzt so ein bisschen seltsam aus. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Also ich muss sagen, diese Markierungen sind richtig, richtig geil. Ich habe das ja erst vor ein paar Folgen rausgefunden, dass man die überhaupt benutzen kann. Ach, da kommen die Schleimis wieder. Es erinnert mich dann immer an König der Löwen. Da war das ja ganz nett und ganz lustig, dass sie die gegessen haben. Aber ja, normale Menschen müssen nicht unbedingt Insekten fressen. So, findet heraus, was am Ende der Verderbnis liegt. Ja, wenn das jetzt nicht so ein riesengroßes Verlies ist, mache ich das doch gern. Moment, da ist noch was. Was wir nochmal eben kaputt machen können. Unter alten Ästen hängt die Herzensfrucht. Angeschwollen vor Hass. Lasst ihn hervorbrechen und die Bäche und Höhlen überfluten. Das war schon. Wir müssen nach oben. In dieser blutroten Wiege wird ein Amalgam des Zorns geboren. Was bitte ist ein Amalgam? Kann man das auch für normale Menschen übersetzen? Der hatte Gold dabei, würde ich gerade sagen. Und zack, habe ich schon wieder auf was geschossen. Ah! Auf Feldstiefel habe ich geschossen. Halt, nee, Moment, das war das, was wir eben hatten. Macht ihr mal. Ne, ich finde das so geil. Ich bin immer noch so happy, dass ich den Leichenbeschwörer gemacht habe. Und nicht die Zauberin, die ich ja in der Close Beta gespielt habe. Weil die wesentlich schwächer gewesen ist. Das ist halt doch sehr tanky hier mit denen. Ihr macht das Sein so gut. Sein Zorn soll auf ewig brennen, bis er dieses erbärmliche Land vollkommen verschlungen hat. Gut, dann geht's weiter. Ist aber einiges hier zum Einsammeln, ne? Also zumindest so goldmäßig und auch so ein bisschen Rüstung und so, das finde ich gut. Ist auch wieder was? Wo diesmal nichts drin ist. Na gut. Kann ja nicht immer überall was drin sein, ne? Und wir brauchen ja natürlich auch die Sachen zum Verwerten. Das heißt, wir nehmen dann alles mit, was wir hier so finden. Ah, das sieht gut aus. Nefains Blut. Es fließt hier. Das sieht schlecht aus. Hallo? Ach du Scheiße. Der dreiköpfige Hund. Greift dir noch mal an, Leute. Komm da nicht mehr hin, was jetzt los? Hallo? Ja.
habe kaum noch Essenz. Oh, Mädel, ernsthaft? Komm zu mir, Brot des Hasses. Was? Es gibt zartes Fleisch zu jagen. Aber nicht meins. Verwundet, aber nicht tot. Wohin ist die Kreatur verschwunden? Ja, weiß ich nicht, aber es lebt auf jeden Fall alles hier. Kehrt zu einer Feen zurück. Moment, wo ist das denn jetzt? Ja, das heißt, ich muss hier ganz raus. Wie komme ich denn jetzt? Ist hier kein Portal? Muss ich jetzt hier echt wieder komplett rauslaufen? Oh, das ist immer so nervig. Hier ist noch was. Mittlerweile glaube ich echt, wir haben hier Silent Hill. Wir hatten ja schon mal so ein Verlies, wo das so eklig aussah. Sagt mir nur bitte, dass das ein Verlies ist, wo die dann nicht wiederkommen, weil dann können wir nämlich schneller wieder zurück. Da war noch was, was wir übersehen hatten. Sehr schön. Jungs? Wieso kommen die nicht mit? Könnt ihr hier mit? Auch nicht? Hä? Okay. Was geht jetzt ab? Och, Leute. Was ist mit euren Servern los? Die Bugs hören einfach nicht auf. Ja, und wir sind am Wegschrein, weil wir ja rausgeflogen sind. Aber, ach nee, und wir müssen natürlich komplett da rein, das war ja wieder klar. Ja, das möchte ich euch jetzt natürlich nicht antun, dieses ganze dumme Hin- und Hergelaufe. Ich weiß auch nicht, was mit den Servern los ist. Ich habe das jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass die regelmäßig rausfliegen. Seitdem ja die Beta im Endeffekt zu Ende ist. Ich weiß nicht, was die mit Diablo gemacht haben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das kein Massengame geworden wäre, sondern so ein richtig geiles Spiel halt, wo man vielleicht, sage ich jetzt mal, noch Leute dazu holen kann, bis 4 Leute oder sowas. Das wäre cool gewesen, aber halt eben nicht sowas hier. Weil man sieht, hat man damit ständig Probleme. Ich hatte bisher noch nicht die Probleme, hatte mich immer gewundert, warum die Leute die Probleme haben, dass sie rausgeflogen sind. Aber gut, jetzt hat es mich halt eben auch erwischt. So, das heißt, ich kürze das Ganze hier ein bisschen ab und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, da sind wir wieder. Habt ihr sie aufgehalten? Nein, sie war bereits fort. Und ich fürchte, sie hat einen Teil von euch mitgenommen. Eine Bestie aus eurem Blut. Es ist meine Schuld. Was habt ihr damit zu tun? Ein Pakt mit Lilith. Um mir zu helfen, die Ritter der Reue zu vernichten. Zu welchem Preis? Ich habe ihr Astaroths Versteck verraten. Eltime. Warum? In ihrer Gegenwart will euch die Kontrolle. Wut hat mich verzehrt. Nun. Bleibt nur eins. Setzt der Verderbnis ein Ende. Oh.
am Heulen. Das ist so traurig. Ja, damit haben wir diese Quest dann abgeschlossen. Und ja, der süße Wolf, hat er sich jetzt zum Trauern hingelegt oder ist er jetzt gerade umgefallen und gestorben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hupala! Hallöchen? Mir fehlt die nötige Essenz. Ich wollte mich eigentlich wegporten. Was geht denn jetzt ab? Ich wollte doch nur die zwei Dinger hier eben einsammeln. Oh, geht's noch? So, Moment. wir müssen dahin zurück. So, das mache ich jetzt auch mal direkt als Port. Das heißt, ich werde jetzt mal eben nach Feuerbruch reisen. So, wir haben auch noch neue Sachen bekommen. Wir haben noch eine Halskette. Die vergleichen wir mal eben. Ach so, ich habe eine. Na gut, dann ist die neue natürlich nicht so gut, nehme ich mal an. Ist auch nur ein ganz klein wenig besser, würde ich sagen. Das Teil hat 3 weniger Rüstung, allerdings mehr, ja gut, mehr Widerstand gegen Blitz, das ist natürlich so eine Sache. Jedes Mal geht er da raus. Könnten wir uns erstmal im Hinterkopf behalten, die restlichen Sachen, zumindest auf Gold, brauche ich jetzt so nicht auszutauschen. Gut, die Rüstung ist ein bisschen höher, ich habe immer noch keinen goldenen Rock bekommen. Kann das denn sein? Hallo, ich würde es gerne anlegen. Ja, das war's dann fast. Wir müssen noch einen Fähigkeitspunkt reinsetzen. Und zwar, der Radius wird erhöht. Da wollten wir, glaube ich, jetzt nichts machen, sondern wir wollten erstmal das andere noch erhöhen. Ne? Wobei das schon richtig geil ist, muss ich dazu sagen. Schaden 133. Und der macht... Steht gar nicht mehr hier drin. Ach nee, das ist dieser Blutnebel. Nee, halt. Einfach nur rausgehen wäre natürlich einfacher, aber naja. Blutsturz, das ist das, was ich jetzt meinte. Ne? Verspritzer fügt einen 82 Schaden hinzu. Nee, das ist das aber auch gar nicht. Moment, das Große kommt, wenn ich X drücke. Das ist... Das hier, glaube ich. Blutwoge, genau. Die Blutwoge könnte ich theoretisch auch nochmal erhöhen. Machen wir das doch einfach mal, komm. Wir erhöhen das mal, setzen da einen Punkt rein. Hatte ich jetzt noch einen Punkt? Ach, ich habe noch einen Punkt. Och, ja dann. Nehmen wir doch nochmal einen Punkt für die Blutwoge. So, dann sollen wir zu ihm zurückkehren. Das ist hier unten. Ja, dann machen wir das nochmal eben ganz schnell, aber auch wirklich schnell, weil das schon sehr, sehr lange jetzt gedauert hat hier in dieser Folge. Natürlich auch unter anderem deswegen wegen den Abstürzen und so weiter. Und nee, lasst ihn mal stehen, Jungs. Tut mir leid, hier können wir leider nicht helfen. Wissen können wir auch nichts machen, ne? Weil ich würde das nämlich jetzt gerne abschließen. Ich denke mal, dass das jetzt auch wieder nur so zwei Sätze oder so sind. Oder auch nicht. Mist. Ich habe keine Essenz mehr. Fehlt die nötige Essenz. Ja, wenn man mal eben schnell was erledigen möchte, ne? Dann wird man eines Besseren belehrt.
Mann, nimm das jetzt endlich. So. Versperrt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ja, ja, das ist ganz toll. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen, weil das wahrscheinlich zu lange dauert, weil das wieder nach einer neuen Geschichte riecht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.